Die Wilderer sind nicht hier. Sie müssen den Guevara weitergefolgt sein. Ja, ich sehe es. Wir kommen zu einem Let's Play. Das ist mal was anderes als ein Gameplay. Aber kann auch nice sein. Also schreibt gern rein. Nice Let's Play. Ja, wir fahren weiter, weil hier ist nichts. So, ich schau mal auf die Karte. Wir sollten ja nicht weit weg. Wir sind genau daneben. Es ist ja, nicht gerade wendig, oder? Ihr Fahrzeug, meine ich. Ach, geht schon. Sieht aus, als wären die Wilderer bereits weitergezogen. Sekunde. Da ist ein Datenpad. Datenpad. Schauen wir mal in das Datenpad. Oh oh. Na, erzähl mal, obwohl er ja ganz woanders steht. Aber ich würde es gerne verstehen. Wieso sind die Guevara so wichtig für Sie? Wir haben durch die Geißel nahezu alle unsere überlieferten Geschichten verloren. Abgesehen von den Legenden über die Guevara auf Wurmt. Wie sie aus den Meeren gesungen und dadurch die Sonne hervorgelockt haben. Wie sie in alten Zeiten angaranische Schiffe ans sichere Ufer geleitet haben. Das ist wunderschön. Die Guevara sind intelligente, beeindruckende Geschöpfe. Und jetzt werden sie abgeschlachtet. Ja, das ist ja wie mit den Walen bei uns. Nicht die Walen, sondern die Wale. Ja, Wale. Schauen wir aufs Kärtchen. Oh, das ist da. Schauen wir hin. Und unterwegs haben wir noch sogar noch so ein Teil zum Abfangen. Dieses Implantat verstärkt ihr angeborenes biotisches Potenzial? Yep. Es muss auf neuroelektrische Impulse reagieren, aber das erscheint mir riskant. Was für einen Transistor verwendet es? Keine Ahnung. Dürfte ich es mir vielleicht mal... Nein! T2 machen wir fertig. Da unten sind Feinde, da hinten haben wir welche erledigt. Also ich zumindest. Was mit der Maschine jetzt da reinpreschen wäre, ist ein bisschen... Egal, die rechnen ja nicht damit. Das muss das Lager der Wilderer sein. Irgendwas sagt mir, dass sie uns nicht einfach auf einen Lauscher reinfinden werden. Oh fuck. Lade nach. Au, au. Was ist da? Sieht nach Gesetzlosen aus. Ja, egal, wir machen alle platt. Oder greifen die sich gegenseitig an? Ah, da halten wir uns raus. Wir gehen weiter. Schauen wir mal, was hier so ist. Thank you.
Oh. So, wo ist denn der Penner? Weiß kein Mensch. Wir steigen ein. Ah, was? Rein. Kampfbereit machen. Danke. Ja, schön. Was war jetzt das? Was machen Sachen? Okay. Das ist ziemlich kalt. Ich steig mal kurz ins Vehikel rein. Okay, so, und raus hier. Irgendwo muss doch etwas sein. Ja, was ist da los? Ja, mit der Maschine komme ich hier nicht weiter. Oh, ja, yeah, hier. Gegangen, habe ein paar Penner kaputt gemacht. Also da bin ich zurückgegangen, habe ein paar Penner kaputt gemacht. Und ja. Wo muss ich denn eigentlich hin? Unten, oben, links, rechts. Da habe ich dann da aufgewärmt, damit wir hier in diesem Labyrinth rumlaufen können. Ja, schau mal einen an. Was ist denn da los? Was ist da los? Was wird da gespielt? Da unten ist Wasser. Ja. Ich auch nicht. Reden wir mal. Die Leute, die ich angeheuert hatte, haben auf sie geschossen. Und sie haben sie ausgeschaltet. Das verstehe ich. Aber jetzt sollten wir uns unterhalten. Ach ja, okay. Haben Sie hier das Sagen anscheinend? Ich hoffe, Sie haben eine gute Erklärung, warum Sie Jagd auf die Yevara machen. Ihre Leute werden darüber alles andere als glücklich sein. Dann haben Sie also die Angara geschickt. Ich bin mir sicher, Sie haben ihnen die Legenden erzählt. Und auch, dass die Yevara das Einzige aus unserer Geschichte sind, was überlebt hat. Aber diese Geschöpfe könnten auch der Schlüssel zu unserem Sieg über die Kett sein. Erklären Sie mir das. Ich habe Tests durchgeführt. In der Haut der Yevara gibt es ein Enzym, mit dem sich die Auswirkungen von Kettwaffen behandeln lassen könnten. Wenn ich recht habe, könnten unsere Kämpfer schneller wieder gesund werden und die Kett zurückdrängen. Nein, nicht so. Diese Geschöpfe sterben. Sehen Sie? Mein Volk klammert sich lieber an Traditionen, statt an die Zukunft zu denken. Ja, wenn sie ausgerottet sind, hat keiner was davon. Selbst wenn ihnen das Enzym helfen kann, werden die Angara es nicht annehmen. Nicht, wenn sie wissen, woher es stammt. Ja, anfangs vielleicht. Aber die Angara waren schon immer Überlebenskünstler. Irgendwann werden sie zur Vernunft kommen. Lassen Sie mich meine Forschung einfach fortsetzen. Für die Zukunft meines Volkes. Leider, ich weiß nicht, was ich darüber denken soll. Ich kann diese Entscheidung nicht treffen. Ja, ich kann sie schon treffen. Das hört jetzt auf. Sam, schick Ihre Informationen an den Widerstand. Die Daten werden übermittelt. Ich schlage vor, Sie verlassen Vault, bevor Ihre Leute diese Informationen erhalten. Sie machen einen gewaltigen Fehler. Ich werde den Commander kontaktieren. Danke, Ryder. Bitte, keine Ursache. Ja, war's auch.
Das war das Gleiche, wenn ich... Lassen Sie mich nur noch meine Ausrüstung zusammenpacken. Ja, bitte, komm, verpiss dich. Verpiss dich mit deiner scheiß Musik. So, das war's. Wunderbar, haben wir ja gut gemacht. Ich scanne hier noch ein bisschen rum. Unterwegs habe ich andere Daten gefunden. Sag ich, wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen noch ein Abo und bis zum nächsten Mal. Und noch Zusatz. Warum soll man Tiere ausschalten, ja, und aussterben lassen? Ihr wisst damit, ja, das kann man auch anders machen, ne? Ihr wisst es, ihr versteht es. Haut's euch rein.